Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Kampfplatz, wo ich euch schon gesagt habe, wo wir gegen den zweiten Troll damals gekämpft haben, ne? Also nach Beginn der Reise. Und da oben auf der Rippe, von was für ein Ungeheuer hier auch immer gestorben ist, irgendein riesiger Drache oder was auch immer. Da saß halt die Krähe und dann haben wir hier hinten noch eine Truhe vergessen, aber die ist nicht so wichtig. Da ist noch ein bisschen Geld drin. 500 Hacksilber. Nee, die Richtung müssen wir. Ich war unten im Dorf, war ich nochmal schnell geguckt, da war nichts. Da hier sehen wir so einen riesigen, super riesigen Wirbelknochen oder so, keine Ahnung. Oder Beckenknochen, oder keine Ahnung, wie das sein soll. Also, nehme ich mal an, dass die bei Freya irgendwo sein muss, die fehlende Maske. Bei Freyas Gebiet gehört ja auch dazu. Und wie gesagt, da halt ein Stück davon gesperrt ist, diese Schlucht, durch die Atreus halt abgehauen ist, wo wir den Eber gejagt haben. Nee, das ist falsch. Hier sind wir lang. Ja, müssen wir halt den langen Weg dahin gehen. Wir haben das nächste Tor seit halt bei Brocks Laden, da müssen wir halt jetzt zurückgehen. Hier hat noch mal geguckt, wie es hier ein großer Nebel ist. Den haben wir auch schon mal noch mal geguckt. So. Oh, wir sind wieder hier. Ach nee. Hier ist wieder, ey. Ja, warum dieses Tor nicht offen bleibt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube, ich konnte es auch schon am Anfang wieder öffnen. Oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht war der Eröffnungsmechanismus am Anfang da noch nicht. Ich weiß es nicht. Lass los, gratis, danke. Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch. Ja. So, wir gehen jetzt aber kurz bei Freya gucken. Und ansonsten suche ich den alleine noch mal irgendwann. Da ist bei Freya ist so, dass ihre Höhle und ihre Dingens. Wir wollen Lanzumin, nee. Genau, hier bei der Hexenhöhle wollen wir hin. Ah ja, da müssen wir beim See ja noch die Flammen anzünden. Nee, hier ist nix. Ja, hier ist ein Boot, mit dem wir wahrscheinlich nachher fahren, mal gucken. Sollen wir nochmal nach oben fahren? Aber wie wahnsinnig gut das Spiel aussieht, ne? Der Detailreichtum, die Texturen, guckt euch die Felsdecken an, aber das Holz mit moosig bewachsen, an schon ja vielleicht Verrottung, wo ich ja unter Wasser war und die Wassereffekte und alles, ja, das ist wirklich, also da haben wir wirklich super Arbeit geleistet, muss man mal so sagen, bei diesem Spiel. So, wollen wir mal gucken. Einmal hier drüben zuerst. Hier war die Truhe, die Hammer.
Ah ja, wir müssen ja noch die Truhe in den Bergen suchen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Die muss ich auch noch suchen. Hier ist nichts, okay. Da geht's zu ihrer Tür, da, glaub, da kommen wir gar nicht mehr rein. Atreus, komm her! Komm schon! Ja, der hatte ja auch eine, glaube ich, der hier, der Typ. Der hatte auch eine, die haben wir. Hier war die Dingsblume, die wir brauchten, die Bombe, der Yggdrasil-Wurzel, ne? Wir einmal brauchen hierfür und einmal brauchen, um da hochzukommen. Gucken. Hier? Nee. Ich weiß gar nicht, muss ich bei der Dings nochmal reingehen? Das zählt ja auch dazu. Aber ich gucke erstmal hier, warte mal, ich gucke erstmal hier. Wenn ich nicht sagen, weit ist. Wo lang? Ja, hier hatten wir ja den Wind von Hail. Der jetzt da drin ist? Ne, hier ist oben. Okay. Ja, ich denke, wir gucken noch mal kurz bei der. Letztes Mal hat ja auch bei der Dings da drin, bei der Walküre. Ja, wir hatten im zweiten Teil müssen wir halt für eine Aufgabe, für so eine Art Nebenquest, halt 500 dieser Krüge zerschlagen, Gold und im neuen Spiel plus 1000 für Platin. Gucken, ist hier irgendwo noch was? Wohin jetzt? Wenn du das nochmal sagst, Bengel, dann schneide ich dir halt ab. Ja, leider müssen, ja, wie gesagt, diese Fahrstuhlsequenzen, ja, die sind leider wie sie sind, da müssen wir durch. Ist ein bisschen nervig, dass man immer dass die Fahrstühle so sehr langsam runterfallen. Aber gehen wir an, auch das wird für zum Laden oder so genutzt, ich weiß nicht, warum die so langsam hoch und runter dallern, aber. Obwohl, da hätten wir erst draußen gucken sollen, denn hier, weil hier wäre ja auch ein Tor gewesen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid, Freunde, ich hätte auch erst draußen gucken können. Wohin gehen wir jetzt? Warum fragt ihr denn alle zwei Minuten, wohin wir jetzt gehen? Diese Energie. Nee, ist nix. Aber in der Halle der Walküre wird es ja wohl nicht drin sein, oder? Hier irgendwo hat. Nee. Dann kann es eigentlich nur noch draußen sein beim Dingens da. Weil in der Halle der Walküre hier wird es ja wohl nicht mehr in der Kamparena. Ja, ist egal, welche wir nehmen. Ich glaube, die sind beide gleich schnell. Oder machen wir nicht so den Unterschied? Ja, nochmal dahin. Ja, wie gesagt, unsere Reise wird bald zu Ende sein. Wie gesagt, wir haben noch Konungsgard und Niflheim vor uns. Noch ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, die Truhe in den Bergen. Wie gesagt, die suche ich irgendwann offscreen noch. Und ja, natürlich Sigrun. Ja, natürlich wird kein großes Geheimnis sein,
Natürlich gibt es auch noch ein Finale gegen. Ach nee, oh, wir müssen ja den Pass. Scheiße. Ich dachte, ich wäre oben, aber wir den Pass. Also macht es sozusagen keinen oder den Pass oder den Pass im Moment. Natürlich müssen wir noch das große Finale gegen Baldur kämpfen. Das ist ganz klar. Und wir wissen ja schon, dass Freya seine Mutter ist. Und ja, da, natürlich könnt ihr vorstellen, dass da Probleme geben wird. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. So, okay, dann nochmal hier hinten. Hier, da war nur eine Kiste drin, ist nichts mehr. Jetzt gehen wir hier nochmal hier hoch, wenn ich das jetzt nicht finde, tue ich alleine nochmal alles ab. Irgendwo muss es ja sein. Und, oder auch dieser Lichteffekt, dass die Sonne hier halt so reinblendet und so. Das sind alles richtig coole Sachen. Da haben sie wirklich eine richtig gute Arbeit geleistet. Ich sehe vorne nach. Und mal das Ding, da müssen wir nicht runterschmeißen. Konnte man das nicht irgendwie runterschmeißen? Ja, die bei dem haben wir noch eingesammelt. Aber wo kann denn. Hä, wo kann denn noch die eine fehlen? Oh, das nervt mich jetzt ein bisschen an, ganz ehrlich. Naja, wie gesagt, wenn wir es nicht finden, Freunde, dann machen wir, gehen wir woanders weiter, dann suche ich das nochmal auf Screen. Das kann nicht so schwierig sein. Nee, hier war nicht weiter. Aber wo kann denn das sein? Ich hätte mir das vielleicht doch aufschreiben, den Schatz hatten wir, der hier war. Wieso ist die Truhe wieder zu? Hat sie noch nicht geöffnet? Sturm der Hirsche. Ah ja, das ist für Atreus eine neue Angriff, die können wir auch mal rauf machen. Also ich nutze immer gerne die Wölfe, die sind ziemlich effektiv. Wir können ja mal gucken. Na, das Ding, die Wölfe haben halt mehr Schaden und mehr Betäubung, weniger Runen. Ich weiß gar nicht, was hier die Runen machen bei seinen Angriffen. Ja, der ist zwar stark in Runen, aber ich weiß gar nicht, was bewirken hier die Runen. Bei ihm. Keine Ahnung. Ratatöske. Ja, Ratatöske. Da rechts bei, ne, da steht, beschwört ein Spektraleich, beschwört ein Spektraleichel. Hören Sie, Ratatöske, das Verbrauchsgüter aufstöbert. Ja, das brauchen wir nicht. Keiler anstoßen, beschwört ein Herr von Spektralkeiler, die im Weg befindlichen Gegner überrennen. Der ist auch ganz gut. Was hat der? Schaden? Naja, gut. Aber der hat gute Betäubung. Der hat auch starken Schaden hier. Tränenschwarm. Beschwörter Spektralwurf, der sich dreimal auf den Gegner stürzt. Falkenklug.
die sich in den Boden stürzen. Okay. Die Hirsche. Ja, wir lassen das draufdenken und die Würde ist mal ganz gut. Hier ist das Ding auch nicht. Wo kann denn das sein, ey? Oh Mann, ey, das tut mir schon wieder leid, Freunde. Aber wo kann denn das sein? Hier ist es doch nicht, ne? Ist wieder irgendwo in irgendeiner Nische, irgendein Ding. Sag mir, wo das Scheißding ist. Wo die letzte Scheißmaske ist. Also hier ist sie auch nicht. Ernsthaft? Ernsthaft, Freunde? Okay, wir haben sie gefunden, meine Freunde. Yay, 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 yay. Damit haben wir... Nee, das haben wir nicht gerufen. Okay. Damit haben wir eine weitere Aufgabe erledigt. Okay, ja, tut mir leid, dass wir jetzt dafür schon wieder 10 Minuten, Viertelstunde auf den Kopf gehauen haben. Ich denke, wir gehen jetzt zurück zum See. Wir haben ja jetzt noch ein paar, ja genau, hier die Aufgabe haben wir noch. Da ist ein Tor, da können wir uns hin. Ja, dann gehen wir zu dem Tor. Da besiegen wir die drei Gegnergruppen. Das ist für diesen einen Freak. Da, für den einen Toten. Und dann werden wir die Schalen entzünden. Und ich glaube, im nächsten Part werden wir dann Kronungsgard in Angriff nehmen. Und Mozzognir einen Besuch abschicken. Ja, Mozzognir ist tot, ich weiß. Und da werden wir die Krähe finden, meine Freunde, im Spiel, die am allerschwersten zu finden ist. Also wo ich damals, ich habe mir ja alle aufgeschrieben. Vielleicht hätten wir halt auch die Artefakte aufschreiben, ich weiß es nicht. Haben wir eigentlich beim See alle Artefakte? Ja. Nee, Moment. Ja, nee. Gefundene Artefakte, 4 von hier haben wir. Beim See haben wir eigentlich alles. Aber für was zählen denn die Gefallen? Zählen nicht dafür. Komisch. Der nächste Teil wird noch mal besser aussehen als dieser, weil der hier dann auf PS5 läuft. Ich weiß gar nicht, lief dieser hier eigentlich PS3 noch? Ne, ich glaube, der war auch schon auf der 4. Ne? Also der andere geht ja auch auf der 4, aber auf der PS5 geht der auch. Ich habe mir die PS5-Variante, ich habe mir, als ich die PS5 gekauft habe, da war der, habe ich extra einen Bundle mir gesucht und da war halt. Achso, ich wollte eigentlich das Tor benutzen, naja, egal, ich muss schon im Boot hinfahren. Da war halt im Wandel, war halt Gott auf Ragnarök mit drin, da habe ich gekauft. Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötter hätten die Waagschale zwischen Asen und Warnen kippen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch nach Frieden Glauben und brachte den Rabengott nach Jötunheim. Ab da lief alles schnell aus dem Ruder. Die Riesen erahnten List und entlarvten seinen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann.
Frustriert ließ Odin seinen Zorn alles schon gemacht, glaube ich, oder? Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Wir machen später weiter. Ach, hier sind die auch welche von denen. Aber ja, gleich greifen mit einer Klappe. Warum hat er das schon wieder ausgelöst? Wollte ich doch zu seiner Mannschaft? Ganz schön starke Mannschaft. Und er war für alle verantwortlich. Das ist eine Menge Verantwortung. Macht dir das Angst? Verantwortung. Oh, nein, ich glaube nicht. Ich meine, früher bestimmt, aber jetzt nicht mehr so sehr. Und warum? Naja, hier zu sein, mit dir, gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein. Okay. Noch ein Name. Hildur. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Vielleicht. 6 von 8. Vielleicht die Königin. Na da, das können wir nicht benutzen. Da liegt so ein Boot. Langboot der Wikinger. So, und die andere war hier. In der Fortsetzung werden wir natürlich auch Midgard bereisen. Aber da wird alles ganz anders aussehen, aber dazu kommen wir ja später. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und dann waren die gleich hier. Ja, hier sind wir. Oh, hier ist noch ein. Den brauchen wir auch noch unbedingt. Einer. Passt ja auch nicht aus das Auge. Seite 3, sehr schön. Wie konnte ein Kapitän so viele Männer anführen? Sie waren ihm treu ergeben, also folgten sie ihm. Und dann sind alle gestorben. Ein ziemlich mieser Anführer. Warum glaubst du das? Naja, er hat sie alle in den Tod gebracht. Stimmt. Aber die Männer wollten ihm folgen. Auch gute Anführer treffen schlechte Entscheidungen. Die Besten übernehmen die Verantwortung für sie. Merkt ihr das? In der Tat, so sieht's aus. Warte, ich muss mal kurz gucken. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Einen müssen wir noch töten. Dann haben wir das Unaufgespannte. Ah, hier. Ja, die normalen Seeläufer können natürlich nichts machen. Ja, die explodieren halt. Ja, die Barrieren explodieren halt. Das war das letzte Schiff. Ich hoffe, der Kapitän ist jetzt zufrieden. Unwahrscheinlich. Es war ihm bestimmt, den Männern selbst Frieden zu bringen. Aber das hätte er niemals gekonnt. Das spielt keine Rolle für ihn. Unser Sieg wird ihn nur an sein Scheitern erinnern. Warum? Was hat er dann getan?
Mann ist. Haben wir hier einen Anleger? Der Drache, es ist Baldur, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Ah ja, beim Drachen sollten wir auch nochmal hingehen. Oh. Da kommen wir gar nicht hin. Warum wolltest du diesem Geist wirklich helfen? Du brauchst die Erfahrung. Ich habe jede Menge Erfahrung im Kampf gegen diese Dinge. Was ist der wahre Grund? Die Männer waren ihm treu ergeben. Er übernahm die Verantwortung für seine Fehler und war entschlossen, sie gut zu machen. Gute Lektionen für dich. Oh. Ja. Oh. Also, oh nee, sag mir, ich muss den ganzen Weg darüber nochmal klettern, ey. Oh nee, ne? Und nach der Verbannung Odins aus Jötunheim? Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand, keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Also, okay, muss ich den ganzen Weg da jetzt nochmal rüberklettern, ey? Ernsthaft? Oder ist hier noch irgendein anderer Weg dahin? Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo anlegen, ne? Um da hinten da hoch zu klettern, glaube ich. Hier geht's ja zum Mötzegniers, zu Fafniers Lagerraum. Da oben ist der Drachen. Fafniers Schrift, genau. War hier hinten noch ein Anleger? Anscheinend ohne. Oh. Mal hier sehen. Warte, hier ist ja schon. Nee, hier ist schon die Lagerhalle. Nee. Oh, verdammt, jetzt weiß ich nicht, wie man da hochkommt zu dem Scheißding. Da muss ich wohl doch nochmal da hinten hochklettern, ey. Ja, das machen wir dann im nächsten. Da kletter ich dann hoch, bis wir. Die nächsten Part machen, weil das dauert mir jetzt lang. Jetzt fahren wir, gehen wir die Aufgabe noch ab. Wir machen noch die anderen Schalen, die andere Schale, wo wir noch rankommen. Bei der anderen müssten wir eigentlich mühelos rankommen. So, wo war denn der? Guck, der war hier hinten irgendwo, oder? Kurz auf die Karte gucken. Hier. Nee, hier, da. Ah, ganz in der Nähe, wo wir jetzt sind, okay. Aber jetzt machen wir jetzt das hier. Aber nee, das ist ja hier. Zum Beamen. Aber da, vielleicht noch ist er da oben Name. Tor. Ulrun. Wozu die Geheimen? Vielleicht sollen wir in Muspelheim und Niflheim etwas finden. Ist da oben Tor? Nee, sieht doch nicht so aus. Ne? Nee. Scheiße. Na ja, gut. Ich werde schon Weg da hochfinden, macht immer keinen Kopf. Hier können wir mal zu dem Drachen hingehen. Ach nee, woanders, von da unten soll er hingehen. Von da unten. Nee, du. Machen wir da, komm da unten.
Ist hier noch ein Anleger? Nee, oder? Aber wie kommt man denn da hin? Was hatten Magni und Modi eigentlich mit dem Rungier zu tun? Ach, also, nachdem Rungier auf Tor gestürzt war, konnte niemand im ganzen Hofstaat den toten Steinriesen weghieven. Sie sind erlöst. Wir machen später weiter. Ja, toll. Das stimmt. Wir haben Siegete in Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst dem Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Das sind gute Eigenschaften. Hab ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer dir gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte. Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Jep. Tote Fracht. Gefallen erledigt. Du hattest recht. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Man kommt wohl nie darüber weg, wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Nie. Genau hier können wir nämlich hochklettern, dann kommen wir dahin zu dem Drachen. Genau, so war das. Ja, das ist hier halt Baldurs Drachen. Und hier unter liegt jetzt ein Schatz. Drachen. Zähne oder so. So. Ja, meine Freundin, denk mal. Der Part ist hier vorbei. Ich denke, bis zum nächsten Part werde ich da hochgeklettert sein. Was macht denn hier so komische Geräusche? Ach, das ist die Schlange da oben, ne? Denke ich mal, dann ist zum nächsten Mal weg. Ich denke oder hoffe mal, dass der Weg. Wir müssen dann nachher, wenn wir. Hier ist Konungsgard, ich glaube. Irgendwo, ist hier der Eingang? Nee. Der ist das nicht. Der führt hier hin. Ich glaube, den, wo wir gerade drin waren. Da hinten, den müssen wir lang fahren, da kommen wir dann nach Konungsgard, genau. Ja, warum man hier, warum der Fahrstuhl hier? Nachdem Rungnir auf Tor gestürzt war? Weiß ich nicht. Tor selbst war auch nicht zu gebrauchen, er war wie benommen und konnte kaum atmen. Doch keiner von Odins Männern war stark genug, um ihm zu helfen. Da kamen die Knirpse Magni und Rungnir, die beiden drei Käse, los. Und während niemand außer mir hinsah, schoben sie Rungnir beiseite und befreiten ihren Vater. Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst. So, meine Freunde, hier beenden wir den Part. Ich werde mir jetzt nochmal die Mühe machen, da den ganzen Weg nochmal hoch zu kraxeln. Und hoffen, dass ich von da auch zum Dings hinkomme. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und auf wieder Tschüss.